So Leute, und willkommen zurück bei Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Flori erreicht und haben Team Galactic Rüpel vor dem Windkraftwerk zusammengehauen. Und ich habe offscreen ein bisschen trainiert. Ihr seht, Stony hat sich zu Georock entwickelt. Hat neu gelernt Walzer und Felswurf. Danach habe ich Mrs. Azuzu auf Level 21 gemacht, hat Geowurf gelernt. Upsala. Die gute Sunny wurde zu einem hässlichen Stuflor. Und hat neu gelernt den Megasauger, glaube ich. Ja, Megasauger war es. Gut. Warum drücke ich. Denn mich konnte ich schlecht trainieren. Hat auf Level 17 gemacht. Hat Ruckzuckieb, glaube ich, neu gelernt. Ja, Ruckzuckieb, gut. Der Fan auf Level 22 hat neu gelernt das Flammrad. Und Don auf Level 20 hat nichts Neues gelernt. So. Und die Zuschauerfrage vom letzten Part war: Was war euer erstes Shiny Pokémon? Ich habe euch ja gesagt, ich hatte noch nie die Begegnung mit einem Shiny in einem offiziellen Spiel. Aber ich habe mal bei einem Hack, dort war mein erstes Shiny Mauzi. Genau, bei keiner offiziellen Edition war es halt das rote Gachados, was so ziemlich jeder schon mal hatte. Und jetzt beim allgemeinen Pokémon-Spiel war es bei einem Hack, dort hatte ich ein Shiny Mauzi. So, und mir ist auch gefallen, ich habe im verwüsteten Fall kein Pokémon gefangen. Und darum werde ich das jetzt kurz nachholen und hoffentlich was Gutes fangen, weil ja, es hat schon Pokémon mehr. Und wir kriegen ein. Wow. Okay, okay. Das finde ich geil. Panzer-Eron. Mach immer Felswurf. Agilität bringt dir nichts, du bist sowieso schneller als 90% von meinem Team. Aber ein Panzer-Eron? Schon geil. Finde ich jetzt persönlich gerade ein bisschen geil. Oh komm, triff so 5-mal. Dann wäre genau richtig, weil das. 3-mal getroffen. Noch einmal einsetzen ist mir zu riskant. Und ich weiß, dass das Teil bei einem Pokéball nicht drinnen bleiben wird. Problem ist, ich kann niemand anderes rausschicken, der das Teil schwächt. Vielleicht keine Stahlfliege, das würde böse enden. 4. Ach scheiße. Nochmal, komm, wir versuchen einfach mal mit dem Premium-Ball. Keine Ahnung, wir probieren es einfach heute. Panzer-Eron wäre schon geil im Team. Schon wieder ein Fräulein. Ich habe nur Frauen im Team. Offenlegung, okay. Komm, Panzi, bleib doch im Pokéball. Ich traue den Felswurf nicht nochmal machen. Wenn es 5-mal trifft, dann ist es K.O. Ach, fuck. Sternschauer. Habe ich beim Offscreen-Training gemerkt, ist hier irgendwie übertrieben stark. Okay, nicht der Fall, weil ich habe mit Stony jetzt wirklich beim Ding gelevelt sehr viel. Beim. Wisst ihr was? Ich wechsle auf Don, weil ich Panzer-Eron sowieso vorab für Don ins Team zu nehmen. Das heißt, der Verlust von Don würde mir weniger wehtun als der Verlust von Stony. Sternschauer, gut. Das kratzt Don nicht so. Auch wenn Don eine ziemlich bescheidene Verteidigung hat, muss ich ja mal ganz klar erwähnen. Sehr hohen Angriff, aber die Verteidigung lässt zu wünschen übrig. Bodycheck. Ja gut. Kann man mitarbeiten, sage ich mal, weil so kann ich Panzer-Eron weiter schwächen, hoffentlich aufs Rote. Hoffentlich machst du keine Volltreffer. Don, sonst habe ich dich nicht mehr lieb. So. Wurde vom Rückstoß getroffen. Wir versuchen es einfach mal mit einem Pokéball. Ich sollte mal Bälle kaufen, aber ihr wisst, ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Ah, fuck. Fick dich doch, Panzer-Eron. Schon 4 Minuten vorbei. Das sind schon die 5 Minuten, die ich euch extra versprochen habe heute. Wenn falls der Part heute kommt. Heute ist Donnerstag. Ja. Ein Tag der Aufnahme ist Donnerstag und der Part sollte heute noch online kommen. Wird ein bisschen knapp, aber das sollte ich hinkriegen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann habt ihr einen halt Freitag. Ich muss allgemein sagen, wenn mal kein Part Pokémon Bloody Platin kommt, dann ist es nicht, weil ich euch hasse oder so, sondern weil Offscreen-Training, ich habe gestern gemerkt, braucht schon seine Zeit. Und vor allem, ich habe nicht immer Zeit zum Trainieren, weil ich halt mit der Aufnahme eines neuen Projekts jetzt dann beginnen will.
Von dem will ich mindestens UV-Treffer. Will ich mindestens 4 Parts auf Vorrat haben. Das reicht dann gut für eine Woche, weil das kommt ja nur alle 2 Tage. Und wenn ich gleich dabei bin, Leute, ich habe ja Nebenprojekte gemacht und ihr dürft dort wählen und ihr könnt immer noch wählen bis Sonntag. Nee, bis morgen oder bis heute. Ja, Freitag ist Ablaufzeit, dann kann ich nämlich übers Wochenende aufnehmen. Wäre schon super, wenn ich das hinkriege. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Panzeron will nicht im Ball bleiben. Liebes Panzeron, bleib im Pokéball, wir haben nur noch 8 Versuche. Bitte. Ach, komm weg, mich, warum bist du nur noch einmal drin? Ich kann nicht zu denen kann ich nicht wechseln, zu Sunny, um dich Schlaf zu pudern oder Stachelspore. Es geht nicht. Ich wollte Paralysepore sagen. Pipi. Yes. Panzeron wurde gefangen. Ha, Copyright by Sui. Ja genau, tut mir leid. Aber ich finde das so episch bei seinen Projekten und ich habe Panzeron, Leute. Yay. Es wird komplett von einer eisenharten Rüstung geschützt. Wenn es fliegt, erreicht es bis zu 300 Stundenkilometer. Nicht schlecht, Panzeron. Und ich muss dir Spitznamen geben. Ist ein Nuzlocke-Regel. Habe ich vergessen, aber was ich dir geben soll. Panzeron. Ah, Panzeron. Ron, ein bisschen Weibchen. Die kann ich nicht Ron nennen. Guten weiblichen Vogelnamen. Fuck, ich habe keinen Namen. Das nervt mich gerade schon ein bisschen. Aber ich habe heute die gute Ehre, auf den Hund von einer Freundin meiner Mama aufzupassen. Und der Hund hat meiner Erachtens nach einen schönen Namen. Darum nenne ich jetzt Panzeron einfach mal nach diesem Hund, auf den ich heute aufpassen kann und dabei mir ein bisschen Geld dazu verdiene. Und deshalb will ich nämlich auch Geld verdienen, nämlich nenne ich dich Shayla. Ja. So, Panzeron, du hast die Ehre, nach einem Hund benannt zu werden. Ist irgendwie traurig, aber Hunde, ich liebe Hunde. So, darum ist weniger traurig. So, jetzt gehen wir zurück nach Flori. Gegen die Zwillinge will ich immer noch nicht kämpfen. Dann gehe ich lieber aus dem Weg. Hier haben wir ein Item vergessen. Kugelsaat. Ja, gut. Du Florenz nicht, weil Baum. Oh mein Gott, ein wildes Kokuna. Stony, wir haben schon 7 Minuten aufgehört. Was haben wir gemacht? Shader gefangen. Gut, ist zwar. Ich freue mich richtig über Panzeron. Ist ein gutes Pokémon. Jetzt haben wir auch noch etwas, das fliegen lernen kann. Und halt den Stahltyp, Flugtypen ist sowieso geil, finde ich. Auch wenn es Feuerschwäche hat, Kampfschwäche und. Aber. So ist der Don, tut mir leid. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, na gut, jemand, der namenlose Fan hat in den Kommentaren geschrieben, bei mir ist es ja noch sehr übersichtlich, wer was schreibt. Hat geschrieben, dass Don auf Türkisch heißt Unterwäsche. Gut, jetzt habe ich immer so, wegen dir habe ich jetzt immer so ein verstörtes Bild im Kopf, wenn ich El Padron sage, nämlich der Don, der Pate. Ja, gut, Sternschauer, Agilität, Führungsschlag, Offenlegung. Gut, die Attacken sind jetzt nicht gerade das, der Yellow from the Egg, but it's ein Panzeron und ich mag Panzeron. TM, Rückkehr, Kugelsaat, Tarnsteine. Kugelsaat? Ja, nee, komm. Nee, ich bringe es Duflo nicht bei, weil Duflo halt speziell hoch ist und nicht physisch. Das gleiche Problem habe ich mit schnell Pokémon heilen, das wäre auch was. Habe ich mit wem war das? Mit Fritzelblitz alias Micha, weil Fritzelblitz hat einen sehr hohen Spezialangriff und eine sehr hohe Initiative haben einen kleinen Angriff und das Vieh dann so gut wie keine speziellen Angriffe. Und das wird, das war so ein Upturner von mir, das Teil auch weiter zu trainieren, weil ich weiß nicht, ob ich mit ihm weiter planen soll. Weil ich benutze selber jetzt einen Fritzelblitz bei mir auf XY und ja, mit Team Galactic. Genug der Worte, gibt es ihn, ohne Care. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird er noch nicht bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und anfangen. Hey, das Kind, da hat alles gesehen, was machen wir nun? Es fehlte noch, dass ein Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Balk seinen Mund hält.
So. Team Galactic Rupel Nummer 1, Rabautz. Kacke. Kacke, weiß Tony nicht gut gegen Rabautz. Tony, komm, Pokémon, wechsel, ich wechsle auf den Fee. Nein, komm. Der Feen richtet das schon. Los, der namenlose Feen, nein. Das Teil heißt nicht Panferno, wie heißt das Teil? Ich, Pampiro, genau. Gott, ey. Ah, wir kennen nur Panferno und Panflam, Pampiro. Ja, die Mittelentwicklung halt, das ist so, das siehst du sonst nie, das hast du 20 Level und danach nie wieder. Tackle, du hast eine Flammenrad überlebt? Sag mal. Das geht doch nicht, ja, Tempo, Rabautz, du hast doch so schwache Werte. Rabautz wäre zwar auch geil, so Nocturne, aber ich habe schon Kampf-Pokémon, Makuhita. Ihr seht hier, hätte ich jetzt mit Panzer eine Flugelattacke, alias Flugelschlag. Flugelschlag, ja, Flugel. Und dann könnte ich schön Panzer und die Arbeit hier erledigen lassen. Kann ich nicht. Und vor der nächsten Arena hat mir jemand stark geraten, auf Level 30 zu trainieren. Das mache ich natürlich. Und ja. Das heißt, ich hoffe, ich kann noch zwei Parts aufnehmen mit dem Level, den ich jetzt habe. Und danach wird halt offscreen trainiert auf Level 30. Das wird schön lange dauern. Das kann sein, dass dann ein Tag hat kein Part kommt, Leute. Ich glaube, das könnt ihr mir, das hoffe ich, versteht ihr. Mann, ist der Alarm. Sie werden mit den Lohn kürzen. Ich bin als nächster dran, mit dir zu kämpfen. Nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Das Problem ist, ich wurde nicht geschwächt, weil ich habe noch 5 Pokémon, die topfit sind. Und du setzt einen Pummel ein. Boah, Leder King ist so ein Badass. Hat übertrieben hohe Werte überall. Und ich spiele gerne. Ich hatte im 4. Gen hatte ich einen Leder King, genau. Und das habe ich halt bei Pokémon Battle Revolution immer gebraucht für Online-Kämpfe. Und Leder King war schon ziemlich Badass, weil halt es kann den Gigastoß lernen, weil es die zweite Runde so oder so aussetzen müsste. Gigastoß 120 Stärke, glaube ich. War, glaube ich, 120. Mit Step 180. Mit dem Angriff von Leder King. Das ist so ziemlich eine Zerstörer-Kombo, finde ich. Ach, ich finde Leder King wird eh so ein bisschen unterschätzt, weil ich glaube, das haltet auch noch viel aus. Das kann, glaube ich, ein Kreuzhieb von einem Machomai, wenn du es defensiv spielst, könnte schon aushalten. Weil die Offensive ist halt schon ein Fall für sich extrem gut, Leder King. Hypno, Tramauto, das Pedo-Pokémon. Die Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist recht groß. Das war hier für uns. Lass uns zurück zum Imkaffe gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Ich will mich nicht vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt in Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinen Wegen haben. Den Karschlüssel. Bei dem Kerl können wir Honig kaufen. Ja. Diese Schokoworten, die waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Und da, was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich bei dir bedanken. Nimm bitte etwas von diesem süßen Honig. Mehrzahl. Yay. Ja, genau. Wenn wir. Nein, ich will kein Honig kaufen. Ich hab Geld. Hier hat's doch einen Baum zum Einschmieren, genau. Das will ich nämlich gleich machen. Ein süßer Geruch, ich denke, Rinder mit Tonic beschwingen. Ja. Ja, hier können wir dann zurückkommen und ein Pokémon fangen, weil hier ist halt die Floriwiese und da haben wir noch kein Pokémon. Und da können wir schön etwas fangen und ich gehe kurz Pokémon zentralen. Ich sollte Supertränke kaufen, aber ich habe kein Geld. Ich muss niesen. So, Entschuldigung, Leute. Ja, ich sollte was... Ah, fuck. Jetzt habe ich den Schlamassel. Ich habe mein Trinken vergessen hier hinzustellen. Ja, das wird nicht so schön. Noch 10 Minuten aufnehmen. Ja, ich habe 5 Minuten länger versprochen. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Keine Angst, wir kommen schon noch. YouTube spackt momentan eh sowieso rum. Das finde ich gar nicht schön. Das zählt die Aufrufe nicht mehr richtig. Ich hatte zum Beispiel, das war bei Part 1, hatte ich 5 Aufrufe und 9 Daumen hoch und 7 Kommentare. Ja. Rate mal, wer was da nicht gerade stimmen kann. Die Aufrufs. Nee, geht gar nicht. So, gib uns einen Trank. So, gegen Team. So. Schlüssel verwenden? Ja. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Gut. In dem Part will ich das hier noch beendet.
Was? Das kann gar nicht sein. Du hast den Schlüssel, aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer, aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Vor dem Commander habe ich Angst. Hallo? Oh, das macht doch keinen Spaß. Das ist richtig arbeitslosiges Tier. Ja, ich hoffe, Team Galactic, bei Team Galactic verdient man gut, weil guck mal, wie die angezogen rumlaufen müssen. Vor allem die Frisur. Geht gar nicht. Okay, Level 22. Hoffe mal ganz stark, dass ich den Commander hier packe ohne Verluste. Also Stony will ich nicht bei ihm, weil Stony ist gerade ein bisschen so ziemlich das Badass-Pokémon schlechthin bei mir. Ja, keine Ahnung, Gerock ist halt Power. Ja, mach du ruhig deinen Charme, weil ich muss nachher sowieso wechseln, weil viermal schon den Angriff gesenkt. Ist nicht so schön, nicht wirklich. So, Stony hält Erfahrungspunkte, Level up, nicht ganz. Plusel, das ist zwar Plusel, die können meinem Stony fast nichts antun. Stony, mach nochmal die Intensität. Zugabe. Intensität. 7. Stell dir vor, ich hätte die 5 Minuten nicht dazu gepackt. Das heißt, ich hätte wieder nichts in dem Part richtig geschafft. Ich merke gerade, 20 Minuten schon ein kleines Zeitfenster sind, aber es muss nun mal halt sein. Oh, plus 4 auf Verteidigung, das freut mich. Ja, du wurdest besiegt. Ah, nur 880. Von dem kann ich mir gerade mal einen Supertrank kaufen. Einen! Gegen den müsste ich nicht kämpfen, will ich aber. Will ich das wirklich? Ja, ich will. So, komm schon. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Windkraftwerk. Jemand hat schon in den Kommentaren geschrieben mit 4 Windrädern. Ja, zum Galaktik. Ihr seid auch solche Genies. Genius. Kennt ihr wie heißt das eigentlich? Ich weiß gar nicht. So, kennt sicher die verschiedenen Faces. So Trollface, Trollololol oder das Lolface. Ja, und ihr kennt ihr das Face von dem Genius-Typen? Genius. Ich mag ihn. Ungefähr so könnt ihr das jetzt mit dem Galaktik vorstellen. Ja. Das wär doch mal so ein Genius. Kann das jemand von euch machen? Kennt sich jemand mit Photoshop oder so aus? Kann mir jemand so ein Team Galactic Genius Bild zuschicken? Würde mich echt freuen. Die Bunker, okay, jetzt habe ich riskiert, dass ich nicht ausgewechselt habe. Okay, nur Verfolgung. Wenn ich ruhig bin, müsste ich davon ausgehen, dass ich innerlich am Zittern bin, dass das irgendwie hier ein Karateschlag oder Fußkick einsetzt. Gut, Stony, du räumst hier auf. Das gefällt mir sehr gut, mein Stein. Das gefällt mir sehr gut, Steini. Galaktik-Rebel wurde besiegt. So, und ich würde sagen, bevor wir hier gegen den Commander kämpfen, setze ich einen Trank ein, weil die bringen uns während dem Kampf jetzt auch nichts mehr. Guckt mal, die KP an 71, wenn ich da 20 heile während im Kampf, das macht nichts. Also, komm, Commander. Mars ist das, glaube ich. Ich bin einer der 3 Commander des Team Galaktik. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der 4 Commander. Man nennt mich Mars. Wir werden eine neue Welt schaffen, eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Ich kämpfe hier, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Und ich weiß nicht, bei Mars ist es ein T-Bot und Care. Ich muss nochmal gucken. Ah? Okay, es war eine Frau. Tut mir leid für die männliche Stimme. Okay, ins Kunkapu. Dagegen... Ach komm, Stony, Intensität. Ja, Aufregung, das ist mir schnurre, was du machst. Ziehen, das war's für dich, Skunkapu. Mein Gott, Stony räumt hier echt auf. Nicht schlecht, mein Stein. Charmian. Gut. Jemand hat gesagt, ich schaffe 8 Parts. Hast du damit gemeint, ich schaffe den Commander nicht? Jetzt hatte ich Angst vor dem Commander wegen dir. Genau, du bist gemeint, Sama. Sama, notice me, Senpai. Ja, ich gucke auch gerne Animes. Darum kenne ich, du hast mal geschrieben, das war gestern, glaube ich, dass ich der eine der wenigen mit deinen Namen richtig ausspricht. Wie sprechen die denn sonst deinen Namen aus? Ich glaube, war ziemlich klar. Eneko. Das ist ja. Guck mal, Stony macht den ja im Alleingang fertig. Ja, Stony. Der Lachenbetrieber, oder? Imitator, was soll das? Du machst jetzt eine Intensität.
Ich hatte momentan echt Angst. Mein Gott, hatte ich Angst. Ihr habt gerade mein Gesicht zum Glück nicht gesehen, weil ich dachte jetzt, oh Gott, I'm so fucking fact. Ich bin... So, Verswurf. Ja, könnt dreimal raten, wie soll ich den Verswurf machen und nicht mehr Intensität. Falls ihr gerne nochmal Imitator einsetzt, dann tut mir der Verswurf ein bisschen weniger weh. Mein Gott. Gut. Macht zwei. Oh, ein Volltreffer und hat zwei Schaden gemacht. Das heißt, es macht mal ein Schaden. Gut. Boah, im Moment lang hatte ich echt Angst, dass ich meine Kappe wieder zu weit aufgerissen habe. Boah. Aber schlussendlich. Du bist ein Namer, Commander. Stony hat dich allein besiegt. War unfassbar. Ich hab. Oh Gott, ich muss eine Frauenstimme machen. Ups, da habe ich mir aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit dem gewonnenen stehen uns nun die Tür offen. Mr. Sharon kommen da keine Zweifel mehr hin, erkennt selbst der Boss mein Ingenieur. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Fortschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefälligst zusammen. Du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, oh, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Team Galactic, Sie haben gesagt, dass Sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Damit wollen Sie ein neues Universum aufbauen, haben Sie gesagt. Das alles hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber ich kann mir gar nicht genug für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, mein Sonnenschein, wieder. Ich war ganze 5 Minuten gefangen. Papa! Ey, Papa, du riechst, Papa, geh duschen, ich geht. Tut mir leid. Ich muss Unterbrechung für Sie arbeiten. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Ja, das Problem ist, das Ballon-Pokémon kann uns mal, weil ich trifft Zeppelin nicht so mag. Und außerdem hat Triftlon einen sehr creepigen Pokémon-Eintrag. Das ist echt gruselig. Habt ihr mal den Pokémon-Eintrag von dem? Oh, Level. Ah, ja, du bist es. Ja, richtig. Du bist. Ah, Italiener. Ja, du bist es. Du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic hast du von ihnen schon gehört. Aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist dieses Team? Wie bitte? Du hast es vertrieben. Du bist zwar kein Trainer, aber na gut, dann setze ich meinen untersuchenden Gebäude fort. Ja, du, Lebel, mach du ruhig, wir haben alles erledigt. Lebel, lass uns gehen. Lebel, oh Gott, jetzt müssen wir auf Lebel warten. Erstaunlich, ich habe das auch in Gebäude befinden sich in dieser Omnibus im Galaktik nicht. Du hast sie also nicht aus Versehen übersehen oder aus irgendeinem anderen Team verjagt. So etwas schafft nur ein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und die Schuldigen verfolgen. Laut geheimen Können führt ihre Spur nach Ewigenau. Ich verschwinde nun, ich empfehle mich. Ich entferne mich. Hatte gesagt, ich empfehle und ich entferne mich. Leute, es bringt nichts, dass ich den Part jetzt noch eineinhalb Minute länger mache. Darum hoffe ich, ihr könnt das verstehen. Im nächsten Part holen wir ein neues Pokémon. Ich würde sagen, die Zuschauerfrage von heute lautet... Lass mich kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe was, das ein bisschen off-topic ist. Und zwar, welche Let's Player guckt ihr gerne und warum guckt ihr sie? Ja, das war's dann. Das war die heutige Zuschauerfrage. Ich freue mich auf eure Antworten, wie immer. Bis dahin, haut rein, euer Blaze. Gefällt dir der Part? Gibst du Daumen hoch? Gefällt dir nicht? Gibst du Daumen runter? Schreibst sowieso nicht gefallen hat. So, das muss immer am Ende vom Part sein. Tut mir leid. Bis dahin, haut rein, euer Blaze. Tschüss.